Ich hatte mir im letzten Video meine GoPro zerschossen, weil sie mir runtergefallen ist. Das ist das Glas, was vor der Linse saß. Man hat es im letzten Video gesehen. Ich habe das jetzt einfach rausgenommen. Und ja, jetzt haben wir mehr Durchblick, hoffe ich. Ja Leute, willkommen zu einem neuen Video, zu einem windigen Video, das fünfte Video zum Golf 3, zum Winterprojekt Winterauto. Und ich hoffe, das letzte Video zu dem Auto, also nicht das letzte, nicht das allerletzte, aber zumindest, dass ich jetzt das Auto fertig habe, dass ich damit jetzt fahren kann über den Winter. Wir werden sehen. Leute, wie ihr seht, ich habe den Motor jetzt komplett wieder zusammengebaut. Wir haben den Zahnriemen auch schon drauf, neuer Zahnriemen mit neuer Wasserpumpe, dann Ventildeckel mit neuer Dichtung, denn das Nockenwellenrad hat eine neue Dichtung bekommen, weil das alles im Set mit drin war. Ich dachte, ach klar, machst gleich alles mit. Der ganze Krempel hier ist auch wieder angebaut, alles angeschlossen und ich hoffe, ich habe nichts vergessen. Jetzt kommt noch die Zahnriemenabdeckung wieder drauf. Vorher drehe ich den Motor noch mal ein paar Mal durch, um zu schauen, ob die OT-Stellung wieder übereinstimmt, also wirklich ein paar Mal durchdrehen, um zu gucken, ob sich nicht doch irgendwie wieder was verstellt. Das erste Mal Zahnriemen eingebaut, hat eigentlich ganz gut funktioniert. Ich hoffe, er ist ordentlich gespannt. Ich habe mir sagen lassen, wenn man den hier so ein bisschen um 90 Grad kippen kann und nicht viel weiter, dann ist der auch ordentlich gespannt. Ich schaue aber gleich nochmal im Buch, wie das Ganze hier aussehen soll, bevor wir den einbauen. Gut, jetzt sind wir wieder auf OT, auf den Markierungen. Also hier passt es. Hier sieht man das an so einer kleinen Kerbe hier. Und mit diesem Strich muss das fluchten. Und hier oben mit dem Punkt und dieser Markierung hier. Natürlich muss auch die OT-Stellung hier an der Schwungscheibe auch stimmen. Man sieht es jetzt hier echt beschissen, aber hier oben ist auf der Schwungscheibe eine Kerbe drauf. Also das funktioniert, aber wie gesagt, irgendwie Spannrolle bewegt sich mit. Ich weiß nicht, ob das so sein soll. Aber da schaue ich jetzt wirklich noch mal genau im Buch nach. Ja, wenn das dann ja alles stimmt, dann fliegt der Motor auch gleich in den Golf. Da ist er gute, wie ihr seht. Motor ist auch schon wieder ausgebaut. Also der Austauschmotor, den ich eingebaut hatte, ja, das war ein Satz mit X. Den habe ich jetzt auch schon wieder ausgebaut. Und jetzt kommt der alte Motor wieder rein. Und ich hoffe, dass es endlich funktioniert, Leute. Wenn ich denn... Ich weiß es nicht. Dann schiebe ich den Golf im Wald und hole mir ein neues Auto. Das einzig Positive daran, dass ich jetzt die Motoren hier auseinandergenommen habe und Zylinderkopfdichtung gemacht habe, Zahnriemen gemacht habe, sämtliche Dichtungen gemacht habe. Ich habe viel gelernt über den Motor hier, über den 1.6er. Also wirklich, ich habe so einen Motor noch nie auseinander gehabt und ich habe jetzt wirklich einiges gelernt, wie was funktioniert und macht auch mega Spaß, muss ich echt sagen. Aber jetzt will ich auch wirklich, dass der Golf endlich fährt. Und das finden wir in diesem Video raus, Leute. Hoffe ich. So, der Motor ist fast drin. Ich habe jetzt wieder das Problem mit der Antriebswelle hier hinten. Deswegen baue ich wie beim letzten Mal das Rad ab und ziehe die Achse nach vorne, damit die Antriebswelle einfach weiter rauskommt, damit wir die nachher besser eingefädelt bekommen. Irgendwie kommt mir das so vor, als wenn das letzte Mal besser ging, einfacher ging. Naja, auf jeden Fall ist er gleich drin. Schließen wir alles an und dann bin ich sowas von gespannt. Ihr wahrscheinlich auch. Und jetzt muss der Hobel einfach laufen. So, Leute.
Der Moment ist gekommen. Das Auto ist wieder fast komplett. Fehlt mir jetzt nur die Stoßstange, aber zum Starten brauchen wir die natürlich erstmal nicht. Leute, jetzt heißt es Daumen drücken. Ich schwinge mich jetzt rein, drehe den Zündschlüssel. Mal schauen, was passiert. Wenn ich wüsste, wo ich den Schlüssel gelassen habe. So, Schlüssel drin. So Leute, ich habe Puls. Strom haben wir auf jeden Fall schon mal. Radio brauchen wir jetzt erstmal nicht. Tut mir bitte einen Gefallen, Leute. Lasst ein Like da, auch wenn er jetzt nicht laufen sollte. Aber ich denke, für die ganze Mühe. Ich meine, klar, es ist mein Auto, das ist für mich. Aber das ganze Video gemacht und so, das macht sich halt alles nicht in 10 Minuten. Deswegen bitte einen Daumen oben da lassen. Wenn ihr es noch nicht getan habt, gerne ein Abo. Gut, Leute, ich will euch nicht weiter auf die Folter spannen. Ich bin auch richtig heiß. Ich will jetzt wissen, was jetzt hier passiert. Achtung. Oh, ich wollte gerade sagen, aber das ist bloß die Lüftung. So, wir haben Strom. Das ist gut. Oh, ich habe echt Bammel, Leute. Ich habe echt Bammel. Aber ich drehe jetzt den Zündschlüssel. Achtung. Und die Batterie ist leer. Ich könnte kotzen. Die Batterie ist leer. Ich hole mal fix einen Booster, dann geht's gleich weiter. War ja klar. So, Booster ist dran. Erstes Positive ist, der Motor hat gedreht. Das heißt, Ventile sind noch nicht aufgeschlagen auf dem Kolben, also ist die Einstellung schon mal gar nicht so verkehrt. Schauen wir mal, ob er jetzt anspringt hier. Oh, leck mich doch am Arsch, der Booster reicht nicht. Doch. Was war das? Also er lief kurz, aber er bollerte so. Als wenn irgendwie der Auspuff anschlägt. Also das Ganze hier, das scheitert mir heute nicht an der leeren Batterie. Das könnt ihr vergessen. Gut, dass wir so viele Autos stehen haben. Die ist aus dem Golf 2 hier. Die ist nagelneu. Die hat Saft, definitiv. Leute! Leute! Er läuft, er klackert komisch. Er hört sich ein bisschen komisch an, aber er läuft ruhig. Aber er klackert extrem. Kann natürlich sein, dass jetzt überall noch kein Öl ist, richtig? Ja, wie ihr seht, ich bin unterwegs mit dem Golf. Also er fährt, ruckelt aber beim Beschleunigen. Und er qualmt immer noch aus dem Auspuff, Leute. Ich habe keine Ahnung. Ist die neue Zylinderkopfdichtung auch nicht dicht? Oder vielleicht doch die Ventilschaftdichtung? Ich habe keine Ahnung, ey. Das ist zum Kotzen. Leute, ich habe echt kein Glück mit dieser Karre. Ich glaube, dieses Auto ist der Fehlkauf meines Lebens, ey. Ich kriege ihn einfach nicht wieder hin. Die einzige Möglichkeit wäre jetzt wirklich noch die Ventilschaftdichtung zu machen. Dafür braucht man dann aber halt wieder ein spezielles Werkzeug, um die Federn halt zu spannen irgendwie. Ach, Leute, ey. Ist das eine Never-Ending-Story, dieses Auto? Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht, Leute. Ich hätte euch gerne was anderes erzählt, dass der Hobel läuft. Ich meine, er läuft ja. Aber er quarzt raus hinten, als wenn er Wasser verbrennt. Ich habe kein Glück mit der Karre. Was mache ich jetzt? Leute, was mache ich? Was würdet ihr machen? Schreibt es gerne mal rein in die Kommentare. Keine Ahnung. Verkaufen wieder? Oder doch nochmal die Ventilschaftdichtung anschauen. Ach, eigentlich habe ich gar keinen Bock mehr, echt nicht. So, ich halte nochmal kurz an. Also so sieht die Leerlaufdrehzahl aktuell aus. Natürlich viel zu hoch. Er ist jetzt auch warm. Wir können mal gucken gehen, wie doll er jetzt blökert. Ja, ist jetzt schwer zu erkennen durch den Wind. Aber ich glaube, man sieht es. Ja.
Und das ist definitiv zu viel. Irgendwo zieht er sich Wasser rein. Ich könnte kotzen, ey. Ich könnte einfach nur noch kotzen. Rasselt auch so komisch, beschleunigt total ruckelig, also nicht total ruckelig, aber mal ja, mal nee. Ach Leute, ich weiß es nicht. Money! Ich fahre jetzt nach Hause, mache jetzt dieses traurige Video fertig für euch und schlafe noch mal eine Nacht drüber, weil ich weiß nicht, was ich machen soll. Ich meine, natürlich könnte man erstmal so fahren, aber wie lange? Wie lange kann man so fahren? Und ich habe jetzt auch echt schon Geld in dieses Auto gesteckt, ne? Allein Öl gekauft, Flüssigkeiten gekauft, Ventildeckeldichtung, Zylinderkopfdichtung, Wasserpumpe, Zahnriemensatz. Ich habe echt schon Geld hier reingesteckt in die Karre. Vor allem Zeit, was sich auch an Zeit in diese Karre gesteckt hat. Motor raus, Motor rein, wieder Motor raus, dann der Motor wieder rein. Ich könnte kotzen, ich könnte einfach nur noch kotzen. Ja, dennoch Leute, vielen, vielen Dank, dass ihr diese Videos so krass klickt. Ich meine, ist auch Content. Klar, guckt man da rein, wenn einer schreibt, jo, ich habe schon wieder verkackt, so ungefähr. Ach, scheiße. Danke fürs Zuschauen, Leute. Lasst mir gerne ein Like da, auch wenn es nicht geklappt hat. Lasst mir ein Abo da, wenn ihr es noch nicht getan habt und ihr gerne sehen wollt, wie es mit diesem Auto weitergeht. Vielleicht fahre ich auch einmal quer übers Feld mit dem Ding. Gut, Leute, ich schlafe lieber noch mal eine Nacht drüber und dann sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut, haut rein, adieu. Er hört einfach nicht auf. Ist ja richtig schmierig. Aber so läuft er jetzt echt gut. Er klackert auch nicht mehr. Das zeige ich euch kurz noch. Ja, das Auto ist jetzt quasi so, wie ich ihn gekauft habe. Blökernd, Leerlauf zu hoch. Nichts hat sich verändert.